Nochmal zur Demo gegen die Corona-Auflagen in Berlin heute. Arndt Breitfeld steht für uns an der Siegessäule. Arndt, wie viel ist denn von der Kundgebung jetzt noch übrig? So langsam löst sich das Ganze auf, obwohl es eigentlich bis 21 Uhr gehen sollte. Aber immer mehr Menschen strömen hier von den Straßen rund um die Siegessäule weg. Thilo Kablitz ist bei mir von der Berliner Polizei. Ich persönlich würde sagen, es war eigentlich eine relativ ruhige Veranstaltung hier. Und auch, was ich so zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule erlebt habe. Aber es gab auch Ausnahmen, ne? Zum Beispiel an der russischen Botschaft. Genau, vor der russischen Botschaft haben sich 2000 Personen zusammengefunden, die dann Einsatzkräfte angegriffen haben, mit Flaschen geworfen haben, Widerstandshandlungen. All das gab es, also dass wir mehr als 200 Personen tatsächlich festgenommen haben. Mehrere 10.000 Teilnehmer wird die Demo, die Veranstaltung hier geschätzt, so möglicherweise so um die 40.000 Personen von der Polizei. Die Demonstration selber konnte gar nicht losziehen, wurde aufgelöst. Warum hat sich die Polizei da entschieden zu sagen, der Demonstrationszug darf gar nicht losziehen? Wir hatten anfänglich das Problem, dass die Mindestabstände nicht eingehalten wurden. Wir haben darauf natürlich gepocht und wir haben versucht, sie auch entsprechend durchzusetzen. Das hat alles nicht funktioniert. Wir haben sogar die Möglichkeit nochmal geschaffen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Auch dem kam man nicht nach, sodass wir letzten Endes keine andere Wahl hatten, um den Infektionsschutz Genüge zu tun, um den einzuhalten, als die Versammlung aufzulösen. Können Sie denn die Mischung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer beschreiben? Es ist ein sehr breites Spektrum, das sich hier zusammengefunden hat. Ein Spektrum, das vielleicht im Alltag gar nicht zusammenfinden würde, aber eben unter diesem Dach, unter diesem Thema sich hier zusammenfindet und die Meinung auf die Straße bringt. Vielen Dank. Ja, also einig sind sich hier die Menschen tatsächlich darin, dass sie gegen alle Corona-Maßnahmen sind. Teilweise glauben sie auch nicht an die Gefährlichkeit des Virus und sie wollen vor allem auch die Maskenpflicht abschaffen. Also das ist ihnen sehr, sehr wichtig. Ein emotionales Thema. Das hat heute immer wieder hier zu Applaus und Jubel geführt, wenn das gefordert wurde. Und wir beobachten das Ganze hier noch ein wenig und melden uns dann nachher in der Spätausgabe von RBB 24 nochmal live hier von der Siegessäule. Dankeschön, Arndt Breitfeld in Berlin. Ja, zu den Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen in Berlin gibt es heute Abend auch ein RBB-Spezial. 20.15 Uhr, also direkt nach der Tagesschau.